Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Wir spielen wieder eine Runde Total War Warhammer 2 mit dem Imperium und ja, wir geben Gas. Na, das will ich alles gar nicht sehen. Mach mal schnell weiter. Oh, die Schädelquetscher sind ausgelöscht worden. Grenz, Ostland mit Lordland. Ja, wir machen da mit. Also Krieg tobt überall. Das müssen wir uns da mal gut anschauen. Ich denke mal, wir werden gleich eine Schlacht zu führen haben. Da müssen wir einfach mal schauen, wie das so funktioniert. Ja, schwierige Kiste, aber irgendwie werden wir das wohl schon hinbekommen. Schließlich sind wir Franz, der Kaiser. Ich habe mir schon mal überlegt, ob ich die bayerische Nationalhymne mal einspielen soll. Beziehungsweise die ursprüngliche Hymne war ja irgendwie so, Gott erhalte Franz den Kaiser, ne? Sehr schöne Melodie, finde ich. Es regnet, die Erde wird nass. Hier hinten kommen die Verstärkungstruppen. Ich schätze mal, hier irgendwo ist seine Armee. Mein Ziel könnte sein, erstmal die komplette Verstärkung von ihm aufzureiben. So werde ich das auch machen. Wartet mal. Nee. Das machen wir anders. Awaiting orders. Mach mal so. Spearmen. Mach mal so. Ready. Hand Gunners. Pack mal hier rein unseren Karliman, den machen wir. Halberdiers. Die Halberdiers, die stellen wir mal hier auf. Und die Reichsguard stellen wir mal hier hinten auf. Ja, also ich denke, wir haben genug Zeit, weil das ist so nah an dieser Grenze dran, wo die reinkommen. Wenn wir die gleich überfallartig platt machen, dann haben wir, denke ich, eine gute Chance, das zu schaffen, bevor die da sind. Wir probieren das einfach aus. So. Ich werde mit denen hier und mit Karl Franz natürlich. Wie ging das nochmal? Nee, so nicht. Shit. Nee, so auch nicht. Was sagt mal? Was ist denn los hier? Hallo, Echo. Bam, 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 bam. Nein, da geht's auch nicht. Jetzt kommt doch da was. Die schicke ich darauf. Die schicke ich dahin. Die schicke ich dahin. Und den Rest warten wir jetzt mal ab. Da sind sie auch schon. Strike them down. Swordsmen, Sigmar calls. Ready for war. Swordsmen. Moving now. Okay, stopp mal. Das muss reichen. Ihr stellt euch gleich mal hier auf. So als Absicherung gegen die. Ihr haut da mal rein. Die knöpfen sich gleich mal diese Armbrustschützen vor. Genau!
for combat! Spearmen! Yes, my lord! No lingering! At speed! Ready for war! Quickly! Yes, my lord! Reichsguard! Okay. Gucken wir mal, ob die da noch was ausrichten können. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Ready for war! Sir! Ja, genau so und nicht anders. Jetzt schauen wir mal, wie weit die hier weg sind. Ah, das passt noch. Den die sollen sich ruhig ein bisschen verstecken. Stopp mal. Wie sieht's hier aus? Wo ist denn unser Trooper? Okay, die sind weg. Hier flitzt auch mal nach da drüben. Du. Ihr macht mal hier ein Feld auf. Wobei die zwei hier, das sind meine einzigen Fan-Troopers, die stelle ich mal hier mehr auf die Kuppe. So. Genau. To me, man! Take position! Die, traitor! Our weapons are yours! Gut. Ihr habt euren Auftrag, das ist klar. Wo werdet ihr aufgestellt? Ihr werdet mal hier so rangeführt. Und alle Schwertkämpfer. Geh mal hier in Aufstellung. Sehr gut. Lasst die da ruhig fliehen. Die Reichsgarde, die soll mal darüber hoppeln. Das hat ganz gut funktioniert, glaube ich. Ne? Die sind alle ziemlich down. Die können sogar noch ein bisschen weiter vorgehen. Take aim! Ready to fire! Ready! Spearman! Moving now! Stopp! Ihr fetzt mal da rein. Hier fetzt mal da rein, da warten wir noch ein bisschen. Hier fetzt da rein. For Heldenhammer! For the Warhammer! For the Emperor! Die haben sich tatsächlich gesammelt, das ist natürlich nicht so toll. For the Emperor! Moving now! Ihr haut mal lieber ab. Stopp. Dann geht ihr mal dahin. Die, Traitor! Run! Yo. Da sind wir auch schon wieder zurück. Mach mal kurz auf Pause. Die hier müssen mal raus. Das ist nicht so toll. Die müssen jetzt erstmal das hier wegmachen. Die da ziehen sich mal bitte zurück. Sonst kriegen die nur aufs Maul. How
Halberdiers! Die Halberdiers, die gehen mal wieder hinten abfangen. Missiles at the ready! We serve the Emperor! Pistoliers! Reichsguard Knights! Und die Reichsguard Knights, die sollen mal hier ein bisschen aufmischen. Unser Held. Der knüpft sich mal, wo ist der feindliche General? Da. Der muss da mal rein. Reichsguard Knights! Sigmar calls! Sir! Yes, sir! Quickly! Zurück. Quick march! Wir werden jetzt zuerst mal hier reinrauschen. We await your orders. Okay, die fliehen jetzt. Und gleich wieder raus. Und gleich wieder raus. Yes, General. Yes, sir. Now, Lingering. Go. Ready. In range. Fire. Fire. Okay, der. I will not stand idle, sir. Dann schießt ihr beiden jetzt mal den hier kaputt, bitte. Sigma calls. Und einmal rein. Komm. Die könnten das auch mal gut gebrauchen, hier so eine kleine Entlastung. Ulrichs Chief, retreat! Und gleich wieder raus. Und gleich wieder raus. Take the ground! We obey. Reichsguard Knights! Und gleich nochmal rein. No lingering! Nee, dann geht ihr mal hier drauf. Call France! Dann gehen die Helle bitte jetzt mal darunter. For Heldenhammer! Reichsguard Knights! Yes, General! Komm. Ich glaube, weil wenn sein König tot ist, dann geht er nochmal. Kommt, auf geht's. Die, Traitor! Yes, sir, quickly! Take in that position! Na komm, ihr werdet den doch jetzt wohl hinmachen können. Ja, er braucht natürlich 1000 Tode. Jetzt geben sie dann doch langsam auf. Sehr gut. Sehr gut. Reichsguard Knights! Go! Yes, General! Run! Prepare for combat! Dann geht ihr mal hier hinten rein. Halberdiers! Okay, jetzt haben sie richtig, jetzt haben sie richtig den Faden verloren. Ich glaube, jetzt fliehen alle. War's das? Jawohl. Und jetzt müssen wir mit aller Brutalität die niedermetzeln. Jetzt müssen wir so viele wie möglich platt machen. Und natürlich jetzt auch wahnsinnig gelitten. Aber gut. Wir können jetzt hoffentlich nach diesem Kampf. Komm, geht weiter. Holt ihr euch. Nee, die brauchen gar nicht mehr. Wir brauchen die hier drüben. Gut. Vielleicht kann ja er sogar noch ein bisschen mitmischen. Schauen wir mal. Gewonnen haben wir schon mal. Ja, die sollen ruhig schießen. Sehr gut. Pause. Ihr seid da hinten. Dann holt ihr euch jetzt mal die da.
So, sehr gut. Der Franz, der holt halt da noch, der packt da echt noch ein paar aus. Sehr gut. Viel bleibt dann nicht mehr übrig. Hier noch ein paar, komm. Na komm, auf geht's. Gut. Ich denke mal, das dürfte das Ende gewesen sein. Gefecht beenden. Ja, das war eine ganz nette Schlacht. Wir haben auch nur in Anführungszeichen 500 Verluste, während er dann doch richtig federn lassen musste. Nichtsdestotrotz, seine Armee ist in Summe so groß wie unsere, die zurückbleibt, aber seine ist natürlich in der Dauer geschwächt. Wir haben doch noch einige Full-Stack-Einheiten übrig, weshalb ich einfach hoffe, dass uns das zum Guten gereichen wird. Schauen wir mal. Sehr gut. Plünderer. Unsere Armeen bestehen aus adligen Staatstruppen, die sich wie eine Horde Freischärler verhalten. Sie plündern und rauben ganze Gegend aus. Bestraft sie. Führerschaft Armeen. Ja, wir werden sie bestrafen. Ganz klar, weil als Kaiser Franz sind wir natürlich... Na, wo bist du denn? Into battle. Ein Stück weit rechtschaffend. Und wir sind natürlich auch eine inspirierende Persönlichkeit. Na, ganz klar. Absolutely not. Wenn man jetzt mal hier speichern würde und einen Angriff auf Helmgard wagen würde. Das ist Magnus Potthammer, Abtrünnige des Imperiums. Und das ist... Men, I will fight with you. Okay, also er hat da doch einiges noch aufzubieten. Wobei wir natürlich auch gar nicht so übel sind. No peace, just wir bleiben hier einfach in dieser Stellung. Und wie lange braucht das jetzt noch? Das kann man hier irgendwo ablesen. Blablabla. Erschöpft sind 5. Ja, das macht mir nichts aus. Also, wenn, dann sollen sie mich ruhig nochmal angreifen. Bauen kann ich jetzt hier eh nichts oder will ich nichts. Und deswegen werden wir jetzt hier einfach mal eine Runde weitermachen. Bin mal gespannt, ob er mich nochmal angreift oder ob er jetzt die Füße stillhält an der Stelle. Wir brauchen jetzt halt 5 Runden, damit die... tja, wie soll man sagen... die Anzahl der Soldaten innerhalb von Helmgard oder wie das heißt, sinkt. Und 11 Runden, bis sie dann tatsächlich kapitulieren. Aber wir werden jetzt gleich feststellen, ob er dem Krieg aus dem Weg geht oder ob er es nochmal probiert. Wir werden ihn natürlich genauso zurückschlagen, weil wir einfach die besseren Einheiten haben. Und weil die Taktik jetzt gerade schon mal gut aufgegangen ist. Einen Nachteil hatte unser Vorgehen jetzt natürlich, das kann ich euch hier nochmal zeigen. Oder kann ich das nicht? Doch. Also diese Helmgarder Truppen, dadurch, dass wir die sehr früh angegriffen haben, haben die natürlich Gelegenheit gehabt, sich sehr schnell auch zurückzuziehen und damit in größerer Truppenstärke übrig zu bleiben. Nichtsdestotrotz war es, denke ich, die richtige Entscheidung, so zu tun.
Ja, okay. Jetzt sieht es hier schon besser aus. Hier wird eine Schmiede gebaut. Das ist ganz hervorragend. Da brauchen wir das nicht. Ich würde nur mal gern gucken wollen. In der Region. Das bezieht sich also lediglich auf die Region. Moment, lass mich mal kurz was schauen. Provinz Reikland. Ja, das ist dann so, wie ich mir gedacht habe. Also ich könnte jetzt hier Straßen bauen. Aber das bezieht sich dann tatsächlich nur auf die Region. Natürlich ein bisschen low. Wir könnten hier nochmal Einkommen regenerieren oder auf Wachstum aufsetzen. Ich denke, Wachstum ist nicht schlecht. Schmiede wird bereits gemacht. Ja, lasst uns hier auf Wachstum setzen. Und auch eine Runde weitermachen. Ich frage mich gerade, haben wir eigentlich noch keinen? Geizkragen will ich nicht. Ich möchte Batman. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, technologische Forschung zu betreiben, mein Herr. Das ist ja ganz hervorragend. Es liegt nun an euch, die Richtung der Bemühungen zu bestimmen. 10 Runden. Boah. Waffenstärke. Für Speer- und Schwertkämpfer. Pistolerie. Das ist für die ganze Infanterie. Ja, komm. Hau rein. Ja, wir können hier weiter ausbauen. Ich denke mal, wir sollten so schnell wie möglich halt unsere Heimatprovinz hochleveln, oder? Ich denke schon, dass das Sinn macht. Lass mich mal kurz gucken. Naja, ich will dich nicht. Generiertes Einkommen bekommen wir. Öffentliche Ordnung plus 3. Wachstum. Na klar, machen wir das. Na klar, machen wir das. Und wie schon gesagt, ich hetzt jetzt erstmal nichts. Werden die jetzt eigentlich schon weniger? Nee. Attack! Aber unsere werden auch nicht mehr. Das ist das Problem. Wir haben schon wieder einen Bevölkerungsüberschuss, das ist doch ganz hervorragend. Komm, mach mal schneller. Sollen die sich da ruhig so ein bisschen bekriegen? Schon Wahnsinn, wie viele Völker es da gibt. Ja, wir machen jetzt noch die nächste Runde. Gucken wir mal, ob da jetzt was passiert. Nein. 3000 Schutz. Weiß die Kreatur ab, na klar.
Wir sind doch nicht lebensmüde. So. Noch zwei Runden, dann sind wir eh wieder sozusagen voll im Soll. Wir brauchen zwei Bevölkerungsüberschuss, bekommen wir in drei. Dann können wir wieder weiter ausbauen. Das ist ganz hervorragend. Ja, Leute, in diesem Sinne hat mir wieder Spaß gemacht, vor euch zu zocken. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, euer Don Firenze.